Jetzt hätte ich mich da fast verlaufen. Achso, ich muss den Ton hier auch brennen. Ein Stack hier rein brennen. Eichenholztreppe und vierundzwanzig Stück erstmal. Ah, kriegen. Oh, das pfeift aber gerade so ein bisschen hier irgendwo. Oh toll, das regnet. Es gewittert. Wieso ist so kein Gewitter hier in Minecraft? Doch, bei uns ja gerade. Hier ist richtig Sturm, hier pfeift es sogar. Tatsächlich. Fehlt irgendwie noch so ein böses Wesen, was vielleicht vom Dach schubst oder sowas. Hey, hier wird gekegelt, aber wie? Aha, erwischt. Ich wundere mich, was hier so gerade flackert hier. Das geht ja gar nicht. Lass das eins überstehen. Müsste ich ja. Ja, ich lasse das ja eins überstehen. Sieht besser aus. Mist. Wo ist meine andere Axt da? Da kommt der Axt. Hier ist ein Apfelbäume. Die Äpfel macht es ganz gut. Ah, jetzt kommt ein Apfel. Wächst kein Apfelbäumchen oder was? Doch, meine Äpfel wachsen. Mein Apfelbäume. Ja, das ist doch schön. Nee, wachsen. Die jetzt mal alle weg hier. Boah, feucht, Hilfe. Aua. Nichts passiert, bin nur vom Dach gefallen. Nee, ne? Oh. Also hier bei Nacht arbeiten ist echt doof hier in dieser Lage hier gerade. Das geht ja gar nicht. Nee, ich wollte das nur noch vorne überstehen lassen, nur vorne. Das war doch alles richtig so weit bis. Richtig so warm. Würde ich doch hier vorne eins übrig stehen lassen, dann so war das doch. Ja, ja, war doch alles richtig. Ja. Mm-hmm.
Also. Aha. Wie soll man bei so einem Wetter denn bitte schön arbeiten? Das geht ja gar nicht. Na ja, ist ja da eine Hose, ne? Ach, wir brauchen den Regen. Der letzte Sommer in Minecraft war auch ganz schön heiß. So. Jetzt ist hier aber wenigstens alles dicht. Kann man gerade ganz schlecht bauen bei dem Wetter. Und gehe ich mal wieder runter. Gehe ich hier ganz nach unten runter. Na, es rumpelt ja nicht schlechter in der Kiste. Das brauche ich erstmal nicht mehr und das brauche ich nicht mehr. So, kann ich den nächsten Stack Ton brennen? Könntest du dir Choki im echten Leben vorstellen? Toll, hat dir die Hose voll. Hatte ich nicht gerade noch einen Stack? Ne, hab jetzt alles, okay. Gut, dann läuft das ja. Also 16 Ziegelsteine, warum ist der Rest kommt? Ist doch gerade so von einem Scheißwetter hier, kann das sein? Nein, ich bin voller Scheißwetter hier. Reicht nur alles weiter. 12. Da müssen wir mit einigen Sachen jetzt eigentlich hinkommen hier. Ne? 12 sind 8. Okay, das wird nicht reichen. Nehmen wir die noch mit. Was vorne und hinten etwas ausladen. Warum regnet denn das? Ich kann diese Scheiße nicht hier aktivieren, den Scheißregen, ey. Wettergott spielen? Ja. Cheaten? Nee, ist auch gut, ne? Ach, die Hacke habe ich doch noch dabei. Ah, okay, gut. Die Hacke habe ich noch dabei. Meine liebe Hacke. Und jetzt gehen wir mal zu den Weintrauben. Dummi. Wo sind sie denn? Da sind sie. Sagen wir einmal Weintrauben, einmal Seeds draus machen. Einmal wieder neu pflanzen. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommerer wie er früher einmal war. Der gute Uli Carell lebt auch nicht mehr mit unter uns. Nee, leider nicht. Lass dich überraschen, hab ich immer gerne geguckt bei dem. Oh, wie hieß denn diese eine Sendung immer abends? Oh. Am laufenden Band. Nein, nicht die, die war auf. Oh.
Oh, meinst du, ich komme jetzt drauf, wie die Serie hieß? Die lief auf RTL immer. RTL mit Rudi Carrell. Ja, da war Mike Krüger mit dabei und noch sowas. Ein paar andere Comedians. Das Gabi war nicht Köster mehr. war mit dabei. Oh, wie hieß denn das? Jetzt haben wir 16 wieder. Oh, gut, die 16 verbauen wir jetzt erstmal. Was zu tun hier auf dem Dach? Da müssen wir Lampen bauen. Hey. Tür geht auf. Ach ja. Hier regnet es noch durch. Toll. Es regnet, es ist dunkel. Gott, es gibt da Zuschläge heute ohne Ende, ey. Dach nähert sich so ganz langsam dem Ende, aber nur langsam. Aber es nähert sich dem Ende. Das ist doch schön. Aha, okay. Herr Kommissar, ich habe die Spur aufgenommen. Hier, Beweisstück B, es leuchtet wieder. Hier war jemand auf dem Dach drauf. Ah, wir sind genauso schlau wie Inspektor Clouseau. So. Und hast du schon viel Farbstoff zusammengekriegt, Schoki, oder? Ja. Das ist doch schön. Aber es reicht. Reicht noch nicht. Hey. Konnte das passieren, dass es noch nicht reicht? Ja, weil das mühselig ist, ne? Ja, kriegen wir ja alles hier hin. Gestern war ich bei, wie hieß er? Köfke TV oder so. Der hat sich durch mich inspirieren lassen, durch unser Minecraft-Welt hier. Der spielt auch wieder Minecraft. Wer, wie, wo, was? Köfke TV, der wie er heißt. Müsst ihr jetzt nachgucken. Ah, der gute Schmerzgott. Weiß immer noch nicht, wie du meinst. Ja, auch nichts. So, ich habe keinen Birkenholz. So. Servus. Indianer. Oh, da stürmt ja aber an der Küste. Schatz, wir müssen. Ich bin wieder weg. Wir wohnen ja in einer sehr stürmischen Ecke, habe ich das Gefühl. Das windet hier gerade. Wer hat den Teller nicht aufgegessen? Ich habe vorhin alles aufgegessen, bitteschön, ja? Ich auch. War ich kein auch. Richtig gehabt. Es gab heute schönes Rumpsteak. Also, was bin ich? Es gab heute bei mir schönes Rumpsteak. Ah, lecker. Und was bin ich, mein Schatz? Du bist aber zu faul zum Essen. Oh. Ja, aber da keine Lust hast zum Essen. Du weißt schon, wie ich das meine. Ich esse doch. Ja. Na, zu wenig anscheinend. Nee, sie ist immer zu faul zum Essen. Immer keinen Bock zum Essen, die gute Frau. Wer weiß, sie doch Köchin. Ja, trotzdem. Ja, haben Köchin nicht eigentlich immer einen großen Appetit? Nee, nicht immer. Da müsste ich ein Superkoch sein. Und Köche sind auch nicht immer dick. Ich bin ziemlich dünn. Das hat ja auch keiner behauptet. Aber meistens ist das ja, so ein Ding, dass viele Köche sind viel am Essen. Guten Abend. Schmersch, grüß dich. Hallöchen. Heute Überstunden gemacht, oder wie? Nee, war noch einkaufen und dann noch ein bisschen dies, das, Nachrichten gucken und von daher alles ein bisschen zeitlich ein bisschen. Was gibt's Neues in den Nachrichten? Was Vernünftiges? Nee, das Übliche, glaube ich. Nicht so viel Neues gibt's nicht, nö. Immer noch dieser ganze Corona-Scheiß, ne? Naja, das Astra wird jetzt ja für alle freigegeben. Das habe ich vorhin auch gelesen auf NTV. Was ich nicht verstehe, das erste, was ich von Astra gehört habe, war eigentlich,
die können nicht genug liefern und dann plötzlich sollen alle damit, können die jetzt doch liefern plötzlich? Ich weiß es nicht. Was jetzt? Naja. Aber okay, wenn das damit ein bisschen schneller geht, naja. Gucken wir mal. Also mein Schatzi darf sich jetzt impfen lassen, weil sie halt in der einen Gruppe drin ist. Okay. In der einen Selbsthilfegruppe. Ich sollte wieder nett zu deiner Frau, Tempo. Na klar. So kennt man ihn. Genau. Das stimmt. Ja, als Köchin, ne? Oh Mann, es ist ja nur noch am Schiff hier. Meine Güte. In echt tut es auch. Nur noch regnen. Ja. Regnet doch gar Kann. nicht. Ja, wirklich. Ich komme vorbei und setze überall wieder neue glühende Punkte hin. Naja, war mir klar. Also ich will auf jeden Fall wieder Erdhügel fahren. Fahr doch. Oma, am Sportplatz haben wir noch kleine Hügelchen. Nee. Das ist bestimmt mit Brennnesseln und Gestrüpp, da kannst du fahren. Nee, danke du, lass mal. Nee, richtig Störtügel springen, das macht doch Spaß hier. Er hat auch schon ein bisschen Unkraut an den Seiten, aber keine Brennnesseln. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen. Nein, es Nein. regnet doch. Glaub mal, du alleine hier. Gar Gut. nichts Dann aufgehört. müssen wir langsam die Frage klären, wer nicht aufgegessen hat. Ist ja immer auf. Ja. Ich hab Genau, heute eigentlich. der kam als letztes. Ja, genau, der ist schuld. Ja. Die letzten meisten Hunde ist normal. Ist so. So. Och, nö. Und Smash, kommst du mich heute besuchen? Ja, ich suche den so. Du müsstest mich abholen. Ja, ich komme. Dann werde ich so mein. Aber ich muss erst noch ein paar Sachen zurecht legen und dann sage ich gleich Bescheid. Ich Proviant arbeite. und so. Ah, dieser komische Panda-Bär, der mich ständig anschreit. Ist das ein kleiner Schreihals? Ja, und davon habe ich noch einen in meiner Vogelkäfig sitzen. In deinem Vogelkäfig. Ja, Meinst Papageien du? und Pandas kommen ja ungefähr aus derselben Gegend. Meinst du, es ist aber artgerecht, wenn der Panda-Bär sich in den Vogelkäfig reinquetschen muss? Ich glaube, das Vogelkäfig ist größer als das von anderen. Okay. Es ist irgendwie eine Barriere voran. Es hat aufgehört zu regnen, jedenfalls bei uns hier. Ja, bei mir auch. Oh, das ist ja fertig. Kann jetzt ein bisschen weiter brennen. Nichts passiert, nur vom Dach gefallen. Wieder. Immer noch? Ja. Gehst du auf den Balkon raus? Ach, hier hinten jetzt auf den Balkon raus. Okay. Eieiei. Gut, das heißt, es geht hier vorne raus. Ich sehe immer noch, wo ich hier überall lang gerannt bin. Ja, ich finde überall Punkte. Ich habe Punkte vor Augen. Dass man alles so richtig ist. Geht das hier auch ein zweiter vor? Genau. Supi. Und hier auch. Nee, halt, kommt dahin. Ich hab da unten irgendwo ein Tempo lang rennen sehen. Aber das ist ein ganz schlimmer Finger, der rennt immer hier irgendwo kreuz und quer. So, gehen wir mal hier rein. Bis auf deinen Dachbalken habe ich schon Spuren hinterlassen. Ja, ich weiß, habe ich schon gesehen. Habe ein paar schön weggenommen. Und da wundere ich mich, dass ich nichts setzen kann. Und das Licht auch so ein bisschen blöde drauf fällt, dann siehst du das auch nicht. Ja, nicht nur da, ich sehe von hier oben noch drei weitere Punkte.
So. Zack. 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 Das ist auch gerade ein bisschen doof. So, machen wir anders mal machen hier. Das kleine. Was ist damit schon wieder? Ah, das piepst mich schon wieder so knuffig an. Hast du? Deppo braucht irgendwas an seinem Balken rum. Fängst du gleich an, Lebensfreude auszudrücken. Genau, so will ich das haben. Man kann von diesem Baum aus sehr gutem Tempo beobachten. Aha. Aha. Interessant. Selbst an der Hausfassade ist ein Punkt. Hier sind überall Punkte, wenn es danach geht. So, den setze ich jetzt da drauf. Boah, jetzt sehe ich dich überhaupt nicht mehr hier. Ich sehe den Schuckeldieben. In den Hügeln rumrennen. Du siehst mich? Ja. Aber ich sehe dich nicht. Du mich denn? Aua. Tempo, hast du da nicht einen Ziegelstein vergessen? Wo? Oh. Ja. Da habe ich mehrere noch vergessen. Am Dach. Habt ihr noch ganz viele noch vergessen, wenn es danach geht? Schoki ist wieder da. Schoki ist da? Das ist doch schön. Schoki wieder da ist. 1, 2. Ist das Schokoliebe? Wer hat die denn für die Rüstung an? Ne, das ist Mersch. Hi. Ja, wir könnten jetzt los. Weil ich weiß nicht, wollen Tembo und Schokoliebe mitkommen? Oder sind sie voll mit Baum beschäftigt? Kann natürlich sein. Wir können auch kurz mitkommen, gucken, wie weit es da drüben gekommen ist. Ah, ich komme schon wieder nichts bauen. In die Stadt teleportieren, das ist näher. Also nach Silberburg erstmal, alles klar. Ja, weiter komme ich mit. Komme ich runter. Ich packe nur den Backofen nochmal schnell voll. Silberburg. Wups. Wups, schon ist die Pfeile weg. So. Ja, wir kommen nach. Ich kenne ja den Weg, ja. Oder wir können auch den Schmerzbeck leiten. Warte. Ich will mal kurz was nachlegen im Ofen. Kann ja wissen, ziemlich ein Arbeiten, das Ding hier, weißt du? So. Okay, dann komme ich jetzt mal mit hier. Wo ist denn da? Ihr seid immer in Silberburg, ja, oder was? Ich komme auch nach Silberburg, ja. Bin da. Monsen. Beweisstück 1. So. Schoki ist auch da. Gute Rüstung machen. Aber kurz einheben. Verwegst irgendwelche Bäume finden, die man gebrauchen kann, die werden abgeholzt. Okay. Dann würde ich sagen, nochmal kurz. Au! Ein Kabel, jau! Dann können wir los. Okay, ich gehe. Lass Schoki vorangehen. Schoki kennt den Weg. Wo wollen wir denn jetzt hin? Na, zum Coolman. Warum teleportieren wir uns nicht? Was vielleicht das noch nicht kann. Richtig. Genau. Oh, seid ja gleich so flott. Also wenn ihr mich verliert, einfach den Leuchtpunkten folgen. Ich kenne den Weg. Ich auch. Ja, super. 2000 Blöcke, naja, läuft. Ja, Tagesreise.
Ja. Wohin eine Nachtreise? Kommt drauf an, wann man anfängt. Würdet ihr mal warten? Wäre sehr nett hier. Wieso? Du kennst den Weg. Du hast gesagt, du kennst den Weg. Ja, ja. Ich bin sowieso der beste Navigator. Oh Gott. Mensch, wenn man durch so eine Gegend läuft, ist schon schön. Bei mir ist es ja nur Gebirge und Granit hier, mal, aber Bäume sehen ist auch schön. Ja, Bäume kennst du nicht, ne? Nee, der Ecke ist das ein bisschen mau. So ich renne ja noch nicht mal und bin schneller als ihr. Ich laufe ganz normal. Bin ja voll am Sprinten, alles was geht. Ah, ja, und ich laufe einfach ganz normal durch die Gegend. Ja, ich laufe gerade gar nicht, ich hänge hier gerade, bin eingefroren. Wieder runter. Hängt ihr Tempo immer noch? Läuft hinterher, Schatzi. Muss doch mit dir warten. Ich warte auf dich, oder willst du mich nicht mehr herhaben? So, läufst du hinterher, da kann ich dich besser einfangen, wenn du den Weg verpasst hast. So schlimm bin ich ja dann auch wieder nicht. Ja, bleib mal locker hier. Was war die Kirche im Dorf hier? Ich kenn dich da. Oh, den Weg weiterlaufen, dann passt das. Leuchtet hier jetzt alles, ist ja Landelichter, perfekt. Perfekt. Ich bin sofort wieder da. Ich folge mal Schoki, die kennt den Weg. Wenn die Wege noch gebaut haben, alte Kacke, ey. So schlimm damals gewesen. Ja, find da mal durch den Dschungel mal einen vernünftigen Weg, wo du durchbauen kannst. Oh, ich fress mich da einfach durch. Ich weiß noch, wo wir damals ein schwarzes Loch hatten. In Towncraft. Gibt's hier auch, habe ich auch schon gefunden. Echt? Echt? Mhm. Das ist aufgegabelt. Weiß ich nicht. So eine verzerrende Auranot. Was hast du denn für ein Schwert? Das hat mal der Tembur gebaut. Das ist so mit, ja, so hat so eine schockierende Wirkung dann auch. Also, oh, wie heißt das Material denn nochmal? Elektrum. Ja. Elektrum, Stahl, Eisen und Kobalt. Gesundheit. Ich habe die Katze weggenießt. Nicht doch. Also ich habe einen Leuchteffekt auf meinen Schuhen, wo ich lang renne, leuchte ich auch aus. Ich glaube, ich bin ja schon zu weit. Das sieht gut aus. Dann muss man gleich rechts gehen, glaube ich. Bis wir am Tempel vorbei sind. Und der Schwert hat seine Taschenlampe angemacht. Geht da nicht hoch. Oh Gott, das Holz hier mitnehmen. So, weiter geht's. Frostiger Garten, haben wir den schon? Frostigen Garten haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Klingt wie so ein Laserschwert. Also hinterm Tempel müssen wir irgendwann dann, glaube ich, irgendwo dann links abbiegen.
Kleine Taschenlampe brennen. Hoch, ein Dachs.